Patienten stellen meistens selbst fest, dass irgendwas mit ihnen nicht in Ordnung ist und dann ist der erste Schritt, dass sie zum Hausarzt gehen und der Hausarzt macht dann zum Beispiel einen Ultraschall und stellt zum Beispiel fest, dass, er irgendwo ein, dass sich irgendwo im Körper ein Knoten befindet oder aber, dass eine Blutauffälligkeit vorliegt. Und mit dieser Blutauffälligkeit, und das ist noch völlig wertneutral, das kann alles Mögliche sein, schickt er dann den Patienten zur weiteren Diagnostik, zum, zum Beispiel zum Onkologen. wir als onkologen gucken uns die befunde an und von dem befund ausgehend würden wir dann weitere untersuchungen bei den unterschiedlichen kollegen in auftrag geben das heißt um. Ein Beispiel zu nehmen, wenn ein Darmkrebs vorliegt, dann der zum Beispiel Absiedlung in die Leber gesetzt hat und es ist in der Leber ein Knoten festgestellt worden, dann sehen wir diesen Leberknoten als Ausgangspunkt der Diagnostik. Wir bitten dann, dass eine Computertomographie durchgeführt wird, um zu schauen, ob noch an anderer Stelle Knoten sind und wir machen eine Primariussuche, wie wir das nennen. Also ein, wir suchen den Ausgangspunkt der Krebserkrankung, der meistens nicht in der Leber, sondern außerhalb der Leber liegt. Und da kommt dann eben vor allen Dingen Tumoren des Gastrointestinaltraktes in Frage und dann würden wir gastroenterologische Kollegen bitten, eine Magenspiegelung durchzuführen und eine Dickdarmspiegelung durchzuführen und dann finden wir meistens schon den Ausgangspunkt. In seltenen Fällen finden wir den Ausgangspunkt einmal nicht, dann würden wir wieder zum Beispiel einen Radiologen bitten, aus diesem Knoten in der Leber eine kleine Probe zu entnehmen und die dann vom Pathologen untersuchen lassen und der Pathologe würde uns dann die Antwort geben, woher dieser Knoten kommt. Das wäre der diagnostische Ablauf. Wenn wir die Diagnose gestellt haben und dann wissen, wo wir mit der Krebserkrankung stehen, am Beispiel wieder eine Krebserkrankung, die Absiedlung gesetzt hat, dann würden wir diese Befunde alle zusammentragen und gemeinsam mit den Kollegen aus den anderen Fachrichtungen, die auch mit einer Krebserkrankung, die auch Krebserkrankungen behandeln, im Rahmen einer Tumorkonferenz besprechen. Das heißt, es muss auf so einer Tumorkonferenz ein Onkologe sein, wie ich zum Beispiel. Es sollte dort anwesend sein, ein Chirurg natürlich. Es sollte dort anwesend sein, ein Strahlentherapeut. Und es sollte ein Pathologe anwesend sein, der die Diagnose dann unter dem Mikroskop, die Verdachtsdiagnose unter dem Mikroskop gesichert hat. Und schlussendlich natürlich noch der Radiologe, der die Bilder gemacht hat. Die alle, die die Diagnostik betrieben haben, die setzen sich an einen Tisch und legen fest oder machen einen Vorschlag, wie die weitere Therapie aussehen kann. Aussehen kann deshalb, weil das letzte Wort hat natürlich der Patient, nämlich sie.